Hallo, hier ist Pammy von Pammy Style aus Hamburg. Ich möchte euch heute meine neueste Errungenschaft vorstellen, die Papierschneidemaschine Dahle 561. Ihr kennt alle die verschiedenen Papierschneidemaschinen. Hier eine von American Crafts, Stampin' Up, ein Falz- und Schneidebrett. Es gibt sie auch von Fiskars, damit habe ich angefangen. Und das Problem war, dass die Klingen ganz schnell stumpf geworden sind. Und das ging ganz schön ins Geld, weil die haben ein paar Monate gehalten. Egal, ob es Titaniumklingen waren oder mit was sie sich da angepriesen haben, das wurde sehr schnell stumpf. Und ich habe auch viel zu spät erst erfahren, dass ich eigentlich besser kein Foto bearbeiten sollte mit diesen, sag ich mal, herkömmlichen oder einfachen Papierschneidern. Und mir wäre das am Anfang auch gar nicht so aufgefallen, aber mein Mann, dem zeige ich ja immer meine Produkte, was ich gebastelt habe, und der schaut sich das ganz genau an und der sagt dann, sag mal, findest du das da schön? Das ist ausgefranst oder das hat Abdrücke oder. Und er hat in der Tat recht, denn auch das kennen wir Papierbastler nur zu gut, dass es zwei verschiedene Seiten gibt, wenn man die schneidet. Auf der einen ist dann immer so ein kleiner Abdruck. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ihr wisst sicher, was ich meine. Hier auch. Das kommt irgendwie durch das Schieben dieser kleinen Klinge, durch das Schieben übers Papier entsteht das. Und das Ausfransen kennt ihr auch, dann wechselt man die Klinge aus. Manchmal gibt es das Ausfransen nur in eine Richtung, aber das ist einfach nicht schön und vor allem auch viel zu teuer. Und diese einfachen Papierschneider, die funktionieren gut bei dünnem Papier, Designpapier, sage ich mal, bei dünnem Chipboard. Auch hier habe ich so dickeres Papier, das ist vielleicht so 240, 260er Stärke. Da funktioniert das gut. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Notizbuch machen möchte, dann hört es schon auf. Dann muss ich nämlich jedes Papier einzeln zuschneiden und dann wird das ungleichmäßig. Und Schwierigkeit auch bei Folie. Folie packen die einfachen auch nicht. Das ist jetzt, kennt ihr auch, diese dünnen Plastikfolien, die es in Designpapierformat gibt. Und Buchdeckel, auch immer ein Problem. Das hier hat jetzt 2 mm Stärke, das schafft eine normale Schneidemaschine auch nicht. Das ist viel zu dick und ich habe dann versucht, das mit der Schere zu schneiden, das ist auch ein ganz schöner Akt. Oder mit einem Teppichmesser, das ist gefährlich und so weiter. Ihr kennt die Probleme alle. Und so kam es, dass wir geguckt haben, was gibt es denn noch für Papierschneidemaschinen. Und so sind wir auf die Dahle 561 gestoßen. Die ist natürlich groß, sie ist schwer, ich kann sie jetzt gut anheben, es sind 6 Kilo. Aber was wichtig war, sie schneidet bis 3,5 mm Dicke. Und somit kann ich natürlich hier eine ganze Menge unterlegen und sauber auf einmal durchschneiden. Wichtig war mir, dass es eine Skala in Zentimeter und Inch gibt, weil die Anleitungen sind meistens in den beiden Formaten im Internet zu finden. Und wenn man das umrechnen muss, dann gibt es da immer Verschiebungen und das passt dann nie genau. Und das hat hier so eine Arretierungsleiste, kann man auf beiden Seiten anlegen. Und somit muss man auch, wenn man jetzt die gleiche Größe mehrfach zuschneidet, das Papier nicht immer wieder neu anlegen und wieder gucken, ja, wo sind denn 15 cm, sondern ich stelle mir das hier einmal ein. Und dann ist das fest, richtig fest. Und dann lege ich mir das nur an und schon habe ich nächstes Papier und das gleiche. Und ich muss nicht mehr gucken, das ist eine große Erleichterung. Wichtig war mir auch, dass ich unser Designpapier, das hat ja immer 12x12 Inch bzw. 30,5x30,5 cm bzw. 1 cm mehr, denn hier unten ist immer noch diese Hersteller Leiste dran, die man ja sowieso abschneiden muss. Und die Dahle 561 hat eine Schnittfläche von 36 cm. Die Skala geht hier von 1,5
Zentimeter bis 34,5 kann man gut ablesen. Und die Breite ist 27 cm. Das war mir auch wichtig, dass das gut funktioniert. Und das Allerschönste ist, dass es eben ein sauberes Schnittbild gibt. Geht leicht runter. Hier, ich zeige es euch mal von nahem. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist haarscharf. Sauber, wie industriell geschnitten, ne? Wie vom Profi. Und das macht dann natürlich auch Spaß. Was hier auch Spaß macht, ist, dass man dünne Streifen schneiden kann, die sauber sind. Das ist bei den Maschinen, die nur diese Plastikarretierung sozusagen haben, auch immer schwer, weil hier es schwer ist, das Papier gerade anzulegen. Ne? Das kennt ihr auch, das Problem. Und somit sind dann dünne Streifen immer schon wieder ein bisschen schwieriger zu schneiden. Das ist hier alles auch kein Problem, weil wenn ihr den Hebelschneider nach unten drückt, ab jetzt, sobald das Messer auf das Papier trifft, arretiert hier diese Eisenleiste oder diese Metallleiste das Papier. Ich kann jetzt schon hier nichts mehr schieben. Gehen wir weiter runter. Schon jetzt, obwohl es noch nicht mal auf dem Papier angekommen ist. Hier kann ich nichts mehr, da verrutscht nichts mehr. Perfekt. Hier schon, perfekter Halt. Da könnt ihr richtig, also da zerreiße ich vorher das Papier, da bewegt sich nichts. Das finde ich sehr gut. Und natürlich ist sie nicht so super mobil wie diese Leichtgewichte, sage ich jetzt mal. Aber wenn ihr Notizbücher selber macht, wenn ihr Buchdeckel bearbeiten wollt, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Das zeige ich euch nochmal. Denn auch das macht wirklich Spaß, weil es leicht ist. Ich kann also ganz langsam, ich muss auch nicht schnell. Das knallt, aber es gibt einen wunderbaren Schnitt. Und schon könnt ihr loslegen. So, das waren jetzt mal die Eckdaten. Mein Mann wird euch noch ein kleines Video, einem kleinen Video vorstellen. Das Thema Sicherheit, Ergonomie und Wartung. Das war's von Pammy, von Pammy Style aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!